Nein, 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 nein. Ei, der hat's natürlich genau, wie ich da drin bin. Und das nicht gebrauchen kann. Schießt er mit dem Back, der Penner. Geh sterben. Da, stirb. Was muss ich tun, damit er nach unten geht? Will ich den Beamblazer haben, ja. Ich kann auch eine Titan haben. Was ist das für ein Kack? Warum ist die Musik so saulaut? Das muss so. Ist er nach unten? Er ist nach unten gesprungen. Sehr gut, dann kann ich hier nochmal Zeug mitnehmen. Da habe ich aufgeräumt. Dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt den Golden Power Pod hier mit. Wir haben Golden Power Pod. Den kann er mir hoffentlich nicht wegnehmen. Aha, doch kann er. Jetzt muss ich mal kurz umgucken. Ah, das ist Gift! Shit! Aber wie töte ich den? Da oben drauf schießen. Nee, das ist nicht so wirklich. Wie töte ich den denn? Ach da, da ist ein Schalter. Ich habe den Schalter, habe ich den Schalter noch gedrückt? Zählt das als Drücken des Schalters? Hallo? Hallo? Achso, Start natürlich. Wusste ich gleich. Ich wollte nur mal gucken, ob ihr es auch wisst. Kein Ding nicht. Dann nehme ich einfach den Golden Power Pod hier mit. Gut, dass ich den aufgehoben habe. War natürlich alles geplant. Alles geplant, Jungs. Alles geplant. Ach, schön, wie er schon auf mich schießt, bevor ich unten bin. Jetzt habe ich jeden Schalter einmal gedrückt. Er hat noch eine. Nein, er geht ins Gift und stirbt. Was das? Sag mir jetzt bitte, dass da kein Boss mehr kommt. Sag mir einfach, das Spiel ist vorbei. Sag es mir. Spiel, sag mir, du bist vorbei. Oh, nächster Boss. Fick dich, du Wichse. Das lädt so lange, das gefällt mir nicht. Moment, ist es wirklich vorbei, oder? Der Weg ist nun frei für die Menschen, ihren Heimatplaneten wieder zu bevölkern. Wie die Musik viel lauter als der Sprachsound ist. Wie wunderhübsch diese Charaktere sind. Versacken. Da kommt er wirklich. Ich bin noch misstrauisch. Ich warte mal bis. Es ruckelt immer noch. Leck mich! Ich habe festgestellt, dass sogar Dingsbums halbwegs läuft. Ich habe vergessen, wie es heißt. Das wollte Delfinio mal mit mir battlen. Nicht battle together machen. Aber das lief unter Projekt 64 nicht. Neben der 64. Ich weiß nicht mehr. Oder irgendeine Multiplayer-Ding lief das nicht. Es läuft halbwegs. Es hat immer noch Grafikglitches, aber man kann sogar was sehen und spielen. Gauntlet war das, ne? Ja.
Und bevor ich mich jetzt freue, warte ich erstmal, bis das da ist. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Egal, ich muss für Projekt 64 jetzt nie wieder benutzen, hoffe ich. Und kann für alle zukünftigen Spiele dann Wuppen 64 Plus nutzen, das viel besser ist und viel schöner läuft und auch noch Grafikverbesserungen so dabei hat. Und hier, dass man so viel Kantenglättung draufhauen, dass alles rund wird. Statt eckige Häuser stehen dann überall Iglos, weil die Kanten so geglättet werden. Nein, kein Special Thanks. Nein! 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 PC und PSX, Dollar Mensch. Das interessiert mich bei der N64-Version. Wer das PDPC-Version entwickelt hat, das würde mich schon interessieren. Also, wenn du die N64-Version gespielt hast, würdest du schon gerne wissen, wer die PC-Version entwickelt hat, ne? Und ja, das R soll so. Und das O. Und das J. Und es soll auch so ruckeln. Das ist ganz normal, das soll so. Flüssiges Spielvergnügen hat dieses Spiel nicht verdient. Gott. Was ist Swarm? Swarm Simulator, was? Nein. Falsches Spiel. Kommt gleich noch, wer die N64-Version entwickelt hat. Und die Gameboy-Version. Es gibt keine Gameboy-Version davon. Nein, nein, die gibt es nicht. Hoffe ich. Das S und das E sollen so eiern. Das kann auch. James Hawking. Ist der mit Stephen Hawking verwandt? Noch mehr Tutorial. Mhm. Lenin hat auch mitgearbeitet. Ich dachte, er ist schon tot. Alter. Weekend Forsaken. Ja, das war an dem Weekend. Ja, das scheint mir so. Ich finde diese Hintergrundgrafik auch so schön, so wenig eckig. N64 war schon toll. Jetzt hätte ich Lust auf GoldenEye, so wenn ich diese eckigen Charakter... Wobei GoldenEye war nicht ganz so eckig. Und GoldenEye hat viel mehr Spaß gemacht. GoldenEye hat Doppelwaffen. Ich muss mal GoldenEye let's playen. Warum habe ich GoldenEye noch nicht let's played? Ist da die deutsche, ist da nicht die Version irgendwie indiziert? Hm, die unzensierte Version? Da war irgendwas, ich glaube ja. War nicht so gut, wenn ich indizierte Spiele auf meiner Website verlinke. Oh, GoldenEye ist schon geil. Bester Shooter ever, Mann. Bester Shooter ever. Nein, schon weil er zwei Schrotflinten tragen kann. Und zwar mit der RCB-90. Und Forsaken ist so schlecht, man fängt irgendwann an, über Spiele zu reden, die viel besser sind. So, ich glaube, ich mache ich dann nachher nochmal so eine Cheat-Runde, wo ich nochmal Dings zeige, wie bei PC-Version. Mal gucken. Ich werfe das jetzt erstmal ins Rendern und lege mich ins Bett. Und schlafe meine 12 Stunden. Wann wird's? Ich schlafe 16 Stunden. So. Ich habe Forsaken durchgespielt. Ich darf das. Ich muss das tun. Darf ich jetzt wieder speichern? Spielzeit 4 Minuten 45 Sekunden, ist mich verarschen. Ich bin verschwitzt. Ich darf speichern. Kommt da jetzt noch was? Jetzt steht irgendwie nirgendwo mehr erfüllt. Einen Moment, ja? Geht gleich los. Nein, gleich geht's nicht. Nee, es geht nicht los. Fangen wir von vorne an mit Muppen. Nein, 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 nein. Ich werde nie wieder Forsaken spielen. Nie wieder.
Ding hat Multiplayer, oder? Gefechtsmodus. Was ist denn Gefechtsmodus? Wir haben eigentlich wohl die Musik mal so ein bisschen runterdrehen. Damit man auch was versteht. Hätte ich vielleicht vorher tun sollen. Gut, dass ich das jetzt viel zu spät... Gut, dass mir das jetzt einfällt. Jetzt, wo es schon viel zu spät dafür ist. Naja. Gefechtsmodus, was ist denn Gefechtsmodus? Was ist das? Was ist das? Wen hatte ich denn überhaupt? War das der? Nee, der war das nicht. Nein, nein. Wer war denn das? Wen hatte ich denn da? Nee, Tracker? Nee. Den hatte ich, Beard. Warum hatte ich auf einmal Beard? Warum? Und was spiele ich da? Erzielt es die 8 vor ihnen liegenden Einsätze zu überleben. Je weiter sie in diesen Einsätzen vorstoßen, desto gefährlicher werden die Kopfgeleger, die nur auf ihre Ankunft warten. Wenn sie bis zum Ende durchhalten, erwarten sie die Herausforderung des Gefechts. Ausdauerungsort Schiff. In der ersten Runde kämpfen sie im Schiff. Der treibende Schiffsrumpf ist nun verlassen und gibt dadurch ihnen und ihren Gegnern eine perfekte Gelegenheit, den Kampf in einem Minimum an Ablenkung auszutragen. Was? Was? Ah ne, das muss ich jetzt auch noch... Oh. Beard. Ich muss Beard töten. Der kann Schild aufsammeln? Ich glaube, es hackt. Aber das sind nur Mucks. Ich dachte, das wäre... Aber das ist eine Transpulse. Das möchte ich doch haben. Weil das Schöne ist, da trifft man die viel besser. Bei den Strahlen können sie so de facto nicht aus. Ich wollte schon gerade sagen, der schießt gar nicht mehr auf mich. Was ist denn los? Easy. Ist ja auch nur Bronze. Moment, das ist 8. Oh Gott. Ausdauerungsort Tempel. Die antiken ägyptischen Katakomben sind der Schauplatz der zweiten Runde des Kopfgeleger-Pokals. Das ist jetzt Bronze. Ich gucke mir erstmal Bronze an. Das ist nicht so schwer, hoffe ich. Wie wär's mit dem Bild? Lukas Zahn. Ich glaube, ich sehe doppelt. Ich bin noch Lukas Zahner. Hier, schenke ich dir. So eine Titan macht Eindruck, ne? Ich weiß. Atomwarnung. Im nun verlassenen Atomkraftwerk findet die dritte Runde des Kopfgeleger-Pokals statt. Ich muss diesen Gefechtsmodus jetzt auch noch spielen, das ist das Problem. Ich muss nicht, aber doch, ich muss. Das ist das Problem. Ich muss! Warum muss ich das nur? Voll. Oh, gib mir die. Dann machen wir das kurz. Ups. War nicht ganz so schön, aber... Wir haben trotzdem einiges erreicht. Hallo? Willst du bitte mal sterben? Danke. Das war jetzt Runde 3 oder 4? Ich habe nicht aufgepasst, scheiße. Das soll Runde 3 gewesen sein. Ausdrangs- und U-Bahn. Die verlassene New Yorker U-Bahn ist Schauplatz der nächsten Runde der Kopfgeleger-Pokals. In diesem netzunterschiedlichen Gänge befinden sich Rivalen, die besiegt werden müssen, bevor die nächste Runde beginnen kann. Also so wie alle anderen Runden davor und danach auch. Aber man muss das alles jedes mehrfach erklären, weil ich bin ein Idiot. Es wird nur mir mehrfach erklärt. Alle anderen bekommen das nur einmal erklärt. Ah, den wollte ich noch gar nicht mitnehmen. Was ist das denn? Das ist keine... Was?
gibt Unverwundbarkeit. Wo ist denn der andere? Hä, geil. Jetzt muss ich den anderen Typen noch finden. Offensichtlich wirkt diese Unverwundbarkeit nicht sonderlich lange. Oder sie wirkt nicht bei der KI. Okay, der Laser kann overheaten. Ich bin... Also, oder sie schießen einfach nur irgendwie in die Richtung, was weiß ich. Wayne! Danach muss ich Silber und Gold noch spielen, aber das mache ich nicht mehr heute. Oh Gott. Ausgangsort Biodom. Aus dieser von der Außenwelt unabhängigen Biosphäre gibt es keinen Ausweg. Sieg ist ja eine einzige Chance. Oder den totalen Sieg! Was? Vielleicht. Ein bisschen totaler Sieg, bitte. Und noch was von der Torte, die sieht lecker aus. Ich habe irgendwie keine Lust auf Torte. Skat, was? Nein. Such da besser nicht nach. Ihr wollt das Ergebnis nicht sehen, glaubt mir. Ach, das ist die Suskan. Oh. Wo ist denn meine Skitter? Wo ist er denn nur hin? Hallo. Nicht, dass der jetzt die Titan findet und für mich wird das unangenehm. Nitro. Das heißt Nitro, du Spacken. Kannst kein Deutsch. Kommt mir so bekannt vor. Er hat die Titan gefunden. Er hat definitiv den Titan gefunden. Wo ist denn der Kerl? Ach, da oben. Wo wollen wir denn hin? Wieso bleibst du denn nicht mal da? Wo ich dich auch nicht treffe, weil du immer noch so scheiße rumeiern kannst. Er hat den Laser, ich brauche auch den Laser. Mit mal respawnen die Sachen oder habe ich die vorhin noch nicht mitgenommen? Ah. Unser Typ, ich sehe ihn nicht. Was ist denn der jetzt? Wo ist denn der jetzt hin? Wir sind beide schon so ein bisschen am Ende, muss ich sagen. Nee, die spawnen nicht. Ich bin mir nicht sicher. Einiges vielleicht? Ich weiß nicht. Ich glaube doch. Ich weiß nicht. Ups. War das jetzt meine oder seine? Ja, kein Problem. Ich glaube, ich starte immer wieder mit 9. Glaube ich. Doch, die respawnen. Das muss ich ihn wiederfinden. Oh. Schon so ein bisschen nervig. Also. Der hatte schon wieder eine Titan, der Drecksack. Das ist doch mein Trick. Mein geheimer Trick, sie mit der mächtigsten Waffe im Spiel zu vernichten. Da ist niemand vor mir drauf gekommen. Die haben volles von mir geklaut. Alpha. Lavastürme bedecken den Boden des Kampfschauplatzes. Pokatapa-Kapitelium. Eine von Menschen geschaffene Hölle, die einzig und allein für den Kampf bestimmt ist. Ist das die letzte Mission? Ich hatte gehofft, es wäre vorbei. Aber es geht jetzt erst richtig los. Was bist du denn? Hä? Ist Bob Fress oder was? Was? Er lebt noch! Willst du mich verarschen? Ich habe den voll die Titan in die Fresse geschossen und der lebt halt einfach mal noch.
Und alles, was ich habe, ist ein einzelner Muck, einzelne Mucks und so ein billigen Kacklaser. Ja, die habe ich gebraucht. Okay, MLFR ist schon besser. Solaris ist nochmal besser und jetzt bin ich an irgendwas Wichtigem vorbeigeflogen, glaube ich. Nee. Nee, doch nicht. Da ist er doch. Aber er hat mich nicht gesehen, glaube ich. Kann die KI mich übersehen? Er hat sich gerade selbst gekillt. Ja, man muss schon aufpassen. Man muss schon ein bisschen geschickt mit den großen Dingern umgehen, sonst wäre das nichts bei engen Löchern. So, gut, was kommt als nächstes? Ausgangsortkanisation. Die Pariser Kanalisation erwartet sie. Diese klaustrophobische Umgebung ist ein perfektes Kampfgebiet und nur der Beste wird diese Runde überleben. Also ich nicht. Schade. Ja, das war's dann. Die Runde werde ich nicht schaffen. Das ist, wie viel ist die jetzt? Sechste? Oh. Papa. Scatter. Mal hier, bin gespannt, Junge. Habe ich noch getroffen? Yes. Jetzt ist er weg. Frage ist, wohin? Ich brauche keinen vierten Powerport. Ich kann eh keinen vierten Powerport. Es wäre cool, wenn man das könnte. Nee, Suscan möchte ich nicht. Aber den möchte ich doch. So hoffen, dass er nicht gleich von hinten mit der Titan kommt. Oder von vorne. Oder von der Seite. Oder aus einer Paralleldimension. Ich drehe mich mal so ein bisschen hin und her. Nee. Ich habe einen goldenen Powerport. Habe ich ja auch Nitro? Warte mal kurz. Ja, ich habe ja auch Nitro. Geil. Sagt mir das denn keiner? Sagen die Drecksäge mir wieder nicht. Ach komm, jetzt habe ich gar nichts mehr. Ach ja, ganz toll. Toll, ich habe eine Titan und eine Skette abbekommen. Ja, toll. Was willst du machen? Achso, ich spawne mir direkt da, wo ich gestorben bin. Nee. Oder doch? Nee, nicht so ganz. Wo gibt's denn hier die Titan? das möchte ich noch mitnehmen. Ah, den Powerpot möchte ich auch noch mitnehmen. Auf jeden Fall, Mann. Auf jeden Fall. Moment, der Golden Powerpot war da. Ja, Alter, wieso hat der die Titan? Wo finden die die immer? Egal. Darf ich dann beim nächsten Mal machen. Spiel ist noch nicht vorbei. Fick dich, du Textspiel. Ich will mal kurz noch was angucken. Ziehen Sie acht vorhin Einsätze zu überleben. Je weiter Sie in den Einsätzen vordringen, Schiff. Das ist aber nicht exakt identisch, oder? Weiß nicht. Ach du Scheiße. Das ist dasselbe, nur... Lass mich raten, die gehen alle auf mich los. Jop, die gehen alle drei auf mich los. Oh Gott. Das heißt, ich habe jetzt jede Runde drei Gegner. Weil ich mit einem schon so gut klar kam. Weil es geht eigentlich, die bewegen sich da gerade nicht weg, netterweise. Oh, er bewegt sich. Er ist klüger als Logasana. Also, ich bin nicht so klug, wie man festgestellt hat. Nein! Kackspiel. Aber der Laser ist ganz praktisch. Man kann halt geradeaus schießen und so.
Einmal die Rakete mit. Und den Powerpot für gleich. Sag mal, geht's los hier oder was? Hey, wo ist er jetzt schon wieder hin? Hier ankommen, mich dumm anscheißen, von hinten und dann abhauen. Das hat man ja gern. Na toll, ich habe einen goldenen Powerpot und kann damit nichts anfangen. Ich muss auch sagen, dass das mit dem goldenen Powerpot scheiße ist, dass der Laser trotzdem überhitzt. Das hätte man ja auch abschalten können, finde ich. Ist das wieder so ein Ding, wo ich an der Hitze sterbe? Nee. Das ist nur farblich rot. Ja, hast du mal 2 Millionen Raketen. Incoming. Oh, hier Titan, stirb. Was zur Hölle, du Wichse. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht liegt sie am Fadenkreuz. Wie sieht denn das aus? Und... Ich bleibe lieber beim Großen, glaube ich. Das sieht man besser. Ja, bitte brich das mal ab. Soll ich sollte am besten... Nee, ich werde erstmal Bronze machen, um zu schauen, was ich am Ende bekomme. Und dann werde ich Gold machen direkt. Spiel, warum? Warum? Was für heute mit Frostsäcken? Fick dich, Spiel, fick dich. Geh sterben. Und nimm Delfin.